Hallo, herzlich willkommen beim aktuellen neuen Monatsenergie-Orakel. Ja, diesmal gibt es wieder eins, weil wir in eine wundervolle Energie gehen in den Juni hier 2018. Und es finden ganz hohe Anbindungen, Verschiebungen statt jetzt die nächsten 3 Monate. Und auch ganz wunderbar dieser Juni. Der beginnt jetzt schon in den letzten Tagen, auch heute schon, also so vom 29. ab, vom Mai, gehen wir jetzt in ein wundervolles Wassertrigon, astrologisch gesehen, also Venus, Jupiter, Neptun-Trigon, alles in den Wasserzeichen. Das heißt, es öffnet sich jetzt hier für die nächsten, ja, 1 bis 2 Wochen, also das wirkt ja immer auch noch nach bei den langsam laufenden Planeten. Ein Heilungsportal, Heilung im Sinne von spirituell, energetisch natürlich, aber es hat ja auch Auswirkungen auf alle Ebenen letztendlich. Das heißt, wir spüren eine unglaubliche friedvolle Energie, eine Bereinigungsenergie. Also es ist ein richtiges Tor, das sich hier öffnet, wo wir ganz viel Spiritualität jetzt, also Codes empfangen dürfen für unsere Spiritualität, also dass wir feinfühlig sind, unsere Hellsinne sich noch mehr ausdehnen, unsere Kanäle sich öffnen, wir Botschaften empfangen können aus der geistigen Welt. Also das ist auch für die Liebe natürlich, für die Herzenergie. Also es ist ganz wundervoll. Und wunderbar ist, dass wir dann im Anschluss genau kurz zur Sommersonnenwende am 20. Juni nochmal ein großes Wassertrigon kriegen, diesmal mit dem Merkur dann. Dann läuft Venus raus aus dem Krebs bis dahin und Merkur ist dann im Krebs und bildet mit Jupiter im Skorpion und dem Neptun im Fischer ein weiteres. Also erst geht es ja viel um diese Herzkraft, Verbindung des Spirituellen, des Geistigen, auch die Lebensaufgabe, weil Jupiter und Neptun sind ganz wichtige Planeten für das Göttliche, für Verborgenes, für unsere Spiritualität, für unsere Wurzeln, Sternenherkunft, Aufgaben, Inkarnationen hier, Ahnen. Und mit Venus geht es ganz viel um die weibliche Kraft, das ist ein ganz stark weibliches Tor. Und mit dem Merkur dann, was das Ganze ablöst zur Sommersonnenwende, dann Kommunikation, dass wir diese Kommunikation dann, wenn das Herz offen ist und bereinigt ist und vieles geheilt ist in uns, dann in die Herzenskommunikation gehen kann, dass wir uns ausdrücken können, dass wir eine andere, ja, Ebene der Kommunikation erreichen. Das ist ganz toll, also der Juni ist ganz stark mit diesen Energien und ich werde ja zum 6.6. eine Webinarreihe starten, eben genau zu diesen ganzen Energieportaltagen und dem Löwetor bis in den August hinein und ich finde es so toll, dass uns genau die geistige Welt es da gestartet hat mit dem Shakti-Tor am 6.6. Wir fallen noch in dieses große Venus-Trigon rein und dann zur Sommersonnenwende gibt es den zweiten Termin mit dem Merkur-Wasser-Trigon. Also das sind ganz hochschwingende Botschaften, das wird gechannelt sein, das sind 5 Termine abends, 1,5 Stunden circa, wo wir uns im Zoom-Raum treffen, das heißt Videotelefonie, das ist geschützt, das ist gesichert. Du kannst eine Aufzeichnung jeweils haben, auch wenn du mal nicht bei einem Termin live dabei sein kannst. Wir erhalten von Mutter Maria, von Erzengel Michael, Sanat Kumara, den aufgestiegenen Meistern und Engeln, Botschaften für die neue Zeit, für diese Qualität und ganz viel Energieaktivierungen. Und ja, es wird gechannelt sein und es wird eben all diese wesentlichen, wichtigen Tore und Daten bis in den August, bis zum Löwetor 8.8 dann mit beinhalten. Es sind noch wenige Plätze frei. Gerne sei dabei und schreib mich an per E-Mail oder du findest es auf meiner Blogseite, alles unter dem Video verlinkt, die Informationen und schon kurze Infos, was wann wirkt zu den Daten, was für Energien und Meister uns begleiten werden.
Denn es wird wichtig, deine Ausrichtung, wie entscheidest du dich jetzt für die nächsten kommenden, ja, nicht nur diese 3 Monate unter diesen Einflüssen, astrologisch wie energetisch, sondern eben, das bestimmt jetzt deine weitere Ebene. Ja? Gehst du mit in die neue Erde, in diese immer ausdehnendere Herzenergie mit Mutter Maria, mit der urweiblichen Schöpferkraft, die jetzt so wichtig ist? Und oder eben, willst du noch auf der anderen Seite bleiben? Ja, also es ist ganz wichtig, wo setzen wir unseren Fokus hin? Was beabsichtigen wir? Lass diese wichtige Zeit jetzt, diese kommenden 3 Monate, nicht nutzlos verstreichen. Es wird ganz wichtig sein, wo du dich nachher weiterhin bewegen wirst. Ne? Ja, zu diesem Webinar kam jetzt ganz aktuell noch durch, da ja die Lichtschule Tananteras startet bei mir, mit Mutter Maria geführt, wird es die erste Herzerwachensinitiation geben in dieses Wassertor hinein. Ein ganz spezielles Angebot, was nur ab jetzt für die nächsten 2 Wochen gültig ist mit diesem Tor, gechannelt durch mich mit Mutter Maria. In dieses Tor heilende Frequenzen für dich. Das eine wird es als Heil-Video-Ritual geben. Das ist nur 2 Wochen verfügbar, wie gesagt. Oder du kannst gerne eine direkte Sitzung buchen per Telefon oder Zoom oder Skype, wo ich gechannelt mit dir. Dann können wir natürlich sprechen und tiefer gehen. Im Video werde ich wirklich nur mich verbinden mit Mutter Maria und für dich diese Heilfrequenzen, energetischen Lichtcodes, Frequenzen über dieses Tor jetzt für dich, für dein Herz erwachen und jetzt für diese Schritte aktuell durchgeben. Ja, das kannst du dir dann auch downloaden. Das wird ein verfügbares Video zum Downloaden für dich persönlich sein. Das heißt, das hast du fest, das kannst du jederzeit dir immer wieder anhören und die Energie dir aktivieren. Es wird es aber, wie gesagt, nur für die 2 Wochen geben oder eben damit auch eine persönliche Sitzung, wo wir dann tiefer deine Themen genauer anschauen mit Mutter Maria und du also in diese Heilenergien eingebettet wirst und durchfließen lässt. Also hierzu, das wird jetzt das aktuelle Angebot noch zusätzlich im Juni sein ab jetzt. Mehr dazu in der Website unterm Video oder schreib mich an. Und wie gesagt, das Webinar, das nächste Woche startet, und auch der Workshop Schutz und Reinigung ist noch Plätze frei. Ja, ihr Lieben, also nutzt diese Energie ganz, ganz, ganz wunderbar. Und wie gesagt, energetisch. Es sind viele Sachen jetzt und das strukturiert uns alle um. Und deswegen, ich habe auch hier Kante Schädel Francis, also ein Heliotrop und ganz stark hier auch mit den Erdfrequenzen, aber auch den kosmischen Frequenzen, wo das ganze Feld auch stabilisiert, ist jetzt hier mit dabei. Ich habe für uns alle eine Botschaft gezogen aus den Sacred Power Cards, was hier jetzt für uns alle gültig ist, nochmal zusätzlich für den Juni. Und du kannst hier wählen, ganz speziell ein Andara-Stein. Bitte, diese sind nicht zu erwerben, das sind meine persönlichen. Es wird auf Anfrage, kannst du mich anfragen, gerne biete ich ja auch einzelne oder kleine Sets an mit Andaras, das sind Andara-Crystal. Du kannst dazu auch auf meiner Webseite lesen. Es wird demnächst auch einen Workshop dazu geben, wie man damit arbeitet, was für eine Schwingung diese tragen. Die kommen direkt vom Mount Shasta und tragen eine ganz starke, hochschwingende, feinstoffliche Energie. Es sind keine Edelsteine in dem Sinne, sondern ganz spezielle. Ja, es ist so Elemente-Mix, sagt man, wie so eine Art Vulkangestein, das aus ganz vielen Mineralien, Elementen besteht, und die bringen wirklich unglaubliche Farbvariationen hervor. Die sind nicht gefärbt, nicht verändert, die enthalten Strukturen und sind ganz stark auf diese neuen Energien und auch natürlich mit Lemurien, Atlantis und den Sternentoren verbunden. Und jeder Andara ist einzigartig und trägt einzigartige Botschaften und Energien. Du kannst hier wählen aus dem Smaragdgrünen,
wo ganz viel diese Heilenergie auch mit den Heilerengeln und Raphael verbunden ist und auch so ein bisschen das Mystische, auch die Avalon-Energie, die Merlin-Energie. Hier haben wir einen ganz hochschwingenden hell-türkisen mit auch ein bisschen kleinen Bläschen drinne. Es kommt jetzt auf der Kamera leider nicht so gut raus. Der ist mit den höchsten Engelebenen verbunden. Und ganz hochschwingend, ganz fein. Und hier haben wir den dunkelblauen Erzengel Michael, auch Excalibur-Energie. Auch natürlich Avalon irgendwo, aber auch drittes Auge, Klarheit, Wahrheit, Kraft, Mut, El Moria, ja, Erzengel Michael ist ganz stark mit diesem Saphir, dunkelblauen Andaras verbunden. Wähle gerne hier deine Botschaften, ich habe ganz neue Karten, wunderbare, die Earth Warriors Cards von der Alana Fairchild haben wir und die Magie der Erde vom Stephen Farmer sind hier. Und ja, dann während du wählst, schaue ich schon mal rein, was unsere Monatsenergiebotschaft noch ist. Ja, wie es kann besser passen. Der Phönix, die Transformation. Also, wie ich schon sagte, durch diese wunderbaren Energien und Tore, die sich jetzt im Juni öffnen, und dann im Juli haben wir übrigens dann 12 oder 13 Portaltage, ganz viele, wieder 10 am Stück. Und dann nochmal zusätzlich 2 oder 3. Und das sind ja spezielle Energietage aus dem Maya-Kalender, die eben bestimmte Schwingungen und Botschaften tragen, mit denen auch diese Glyphen verbunden sind. Also Juni, Transformation hier, der Feuerphönix, die Sonnenenergie, ja, auch diese Urkraft ganz stark, diese Sonne, aber auch Rot, Orange, die weibliche Kraft, die Urkraft, also es darf hier ganz viel in die Veränderung, in diese, ja, Auferstehung, ne, diese Wandlung gehen und wir werden wirklich neu geboren werden, ja, neu geboren an ganz vielen Ebenen, ist jetzt möglich hier, diese Verwandlung, ne? Kraftvoll, mystisch. Ja, also ich habe schon das Gefühl und so von den Botschaften, dass das wirklich ein ganz, ganz starkes Portal wird, auch mit der Sommersonnenwende dann zum 21. mit dem Merkur, da, also auch, dass da wieder dann dieses Wassertrigon sich mit dem Merkur bildet. Also ich bin noch gespannt. Da kommen bestimmt noch einige Botschaften, die ich dann in den Wochenorakel gerne immer wieder weitergebe. Und dann schauen wir in deine persönliche Botschaft rein hier für den Juni, wenn du den grünen Andara Crystal gewählt hast hier. Ist natürlich ganz viel auch schon diese Grünenergie, also Herz, Energie, Chakra, Heilung, aber auch das höhere Herz, auch das Verbindung mit den Naturwesen, mit der Magie. Schauen wir rein, was deine Botschaft ist. Wow, bei dir kommt die Aloha Ke Akua. Und schau dir mal diese Bilder an, die sind fantastisch. Aloha Ke Akua. Blessings of the Supreme Being. Wow, und das heißt, du bist wirklich hier gesegnet, du erhältst göttliche Segnungen, Blessings, also Segnungen, ja, Aktivierungen durch die göttliche Mutter. Wir haben hier Sonne-Mond-Symbol, hier den Schmetterling auch nochmal über ihrem Gesicht, die Herzöffnung, schau auch mal hier, die ganze hier, der begründet sich auf das Mandala, mit dem, guck mal, mit dem Solarplexus, es geht um die Kraft, die Eigenmacht über das Herz, das, was jetzt passiert, das Halschakra und auch ihre Hände. Die Gabe über ihre Hände, das Gebende, das Empfangende. Ja? Und sind wie Kristalle, wie auch hier so, ja, Energien und Kristalle, die hier sich zeigen aus ihren Händen. Also das ist eine ganz, ganz hochschwingende
göttlich-weibliche Energie, die du hier empfangen darfst. Und was, wow, die DNA-Karma. Das heißt, du hast in diesem Monat die Chance, wirklich deine DNA umzuschreiben, umzuprogrammieren, dich zu befreien von altem Karma noch. Und das sage ich ja immer, wir bestimmen jetzt, wir sprechen mit unseren Zellen, mit unserer DNA. Sie ist unser Wissensspeicher, unsere Akasha, alles, was wir je waren und sind, ist hierin gespeichert. Es ist jetzt wichtig, dass wir diese ganzen DNA-Schichten und Ebenen bewusster werden, dass wir sie aktivieren, ja, in unsere Göttlichkeit. Wir haben mehrere Schichten, ja, bis zu 13, und das sind die menschlichen, die irdischen Schichten, die lemurischen Schichten, die Engelsschichten, die göttlichen Schichten, ja. Und es ist ganz, ganz spannend, mit der DNA zu arbeiten. Hier wirke ich ja mit der Zellmatrix jetzt die Erneuerung, eben mit der multidimensionalen Zellmatrix über die DNA-Schichten. Und ja, so kommen wir mehr und mehr an unser ganzes Schöpferpotenzial. Und eben, wir sind nicht ausgeliefert, du bist nicht ausgeliefert, ganz klar. Du bekommst jetzt hier die Segnungen, ja, direkt aus der Quelle, aus der göttlich-weiblichen Quelle, ja, der Urmutter. Und da darf das heilen, vielleicht auch eben alle Verletzungen oder Imprints aus der Ahnenlinie und der weiblichen Linie, ja, die hier noch in deiner DNA gespeichert ist auch, ne? Und Verstrickungen. Und das ist das große Geschenk, das du hier erhältst, ja, wo Aloha Ke Akua dir bringt, die Liebe, ja, der göttliche Tempel der Liebe direkt hier aus der höchsten Quelle. Und das ist wirklich wie eine ganz große Bereinigung, Transformation, wirklich bis in die tiefsten Schichten, bis auf Zellebene. Und es geht auch natürlich um deine Lebensaufgabe. Aber ganz wichtig ist es hier noch Herz. Ja? Herzheilung, Herzöffnung, Verbindung. Und das wollte ich sagen, wie sich hier das verbindet, ne? Auch mit dem Mandala hier, dieser Solarplexus, Herz, höheres Herzchakra. Na, diese Verbindung männlich-weiblich, die Sonnenenergie, die Mondkräfte, die Priesterinnenenergie, also ganz viel darf sich jetzt erwecken, auch alte Gaben dürfen sich jetzt erwecken hier. Das sind die Geschenke, die Blessings, also die Segnungen, die wirkliche Geschenke, die jetzt kommen für dich hier im Juni. Ja? Aber es ist wichtig, dass du dich dafür öffnest und wirklich hier bis auf Zellebene, ja, bereit bist, dich bereinigst, ja, diese Energie einfließen lässt, damit sich das, ja, umprogrammieren kann, bereinigen kann, umprogrammieren kann, dass du jetzt mehr in deine Ganzheit kommst, in deine wahre Bestimmung, in deine, ja, in deine wahre Erfüllung auf jeder Ebene, ja, und auch in deine, ganz viel mit deiner Lebensaufgabe hat es zu tun hier, ja. Mit dieser Schicht, mit diesen DNA-Schichten. Und das ist ganz, ganz spannend, wenn man damit mal mehr arbeitet, und dadurch auch kannst du mehr und mehr diese alten Muster und Imprints eben herauslösen und löschen. Und ja, was will ich sagen? Das ist eine ganz, ganz, ganz hohe Energie, und das heißt auch eben, dass hier Ängste, Blockierungen noch, ja, ganz befreit werden dürfen. Also du bist hier auch aufgerufen, dich davon zu befreien. Ja, du bekommst jetzt hier alle Unterstützung aus der geistigen Welt. Und wirklich sich mit diesen höchsten Lichtebenen hier zu verbinden. Und dein Schicksal jetzt selber in die Hand zu nehmen, selber hier zu gestalten, zu programmieren. Wow. Das ist eine ganz, ganz starke Botschaft, ja.
Und dann kannst du eben auch überhaupt dein Schicksal erfüllen, deine Lebensaufgabe, also deine Seele, geht es wirklich um jetzt ganz höhere, deine Seelenaufgabe. Du hast schon viel jetzt gemacht, bearbeitet und jetzt ist es wie so dieses Endstück, ja, wo jetzt nochmal in diese Verschiebung jetzt für die nächsten Monate reingehen kann, stattfinden kann, sich dir eröffnen kann, dass du mehr und mehr jetzt wirklich dein Meister, deine Meisterin wirst und dabei diese volle Unterstützung hast mit dieser ganzen Herzenergie. Da gibt es kein Wenn und Aber mehr. Wow, hammermäßige Energie. Ja, nutze es. Und wie gesagt, vielleicht wäre dann auch da das ein oder andere aus meinen Angeboten was, wo dich da unterstützen könnte. So, schauen wir weiter. Wenn du den Engelstein, diesen unglaublich hellen, zarten, türkisblauen Andara gewählt hast, der eben mit den Delfinenergien, auch dem Sirius und den Engelebenen, den Engelsternentoren verbunden ist, schauen wir, was deine Botschaft ist. Auch so Erzengel Gabriel, Sandalfon, auch die Elohim, also das sind auch so die Meeresengel, jetzt die Sternenengel, die hiermit verbunden sind. Oh, und du bekommst 33 in Intikana, the Child of the Light. 33 ist schon mal die Christusenergie, Christusebene, ja, wollte gerade sagen, auch ganz stark hier so Arcturus, ne? Diese Energie, diese hohen Christusfrequenzen, das Christusbewusstsein. Und Intikana ist schon abgeleitet von dem Sonnengott Inti. Ne? Also auch hier haben wir wieder, guck mal, Schmetterling und Mondphasen auch hier, was man schön sieht. Aber auch die Sonnenfrequenzen hier oben haben wir noch, muss ich gerade selber mal schauen, wieso auch geometrische Formen, diese Frau, die hier wie erwacht und so diese göttlichen Energien, wow, also das, ich finde schon die Energie und die Karte und die Symbolik spricht schon so viel für sich, also du bist auch so ein Sonnenkind, eine Sonnenseele. Es geht jetzt hier um einen bestimmten Zyklus, um eine, ja, auch wie eine Auferstehung hier, dieses Thema auch Transformation, wie so eine Wiedergeburt jetzt in das Licht hinein, in deine ganze Kraft, in deine ganzen Gaben. Und da muss ich jetzt mal schauen, was hier noch dazu steht. 33 sowieso eben ist ja auch eine Meisterzahl, ne? Und das heißt eben, dass es jetzt wichtig ist, ganz in deine Wahrheit zu gehen, in deinen Ursprung. Also du bist ganz stark mit diesen Sonnen, mit Energien, mit diesen Zentralsonnen, ja, mit der göttlichen Quelle verbunden. Eben du gehörst zu diesen Sonnenkindern, Sonnenseelen und hast eine große, auch eine spirituelle Aufgabe hier und du hast unglaublich viel Gaben und Empathie, also spürst, fühlst Energien, wie diese Frau, die hier wirklich wie mit ihrem Körper, mit den Händen hier so Energieströme und Muster entstehen lässt. Ja? Also du kannst Energien wahrnehmen, sie verändern, sie lenken. Ne? Und diese Sonnenenergie, Inti ist ja dieser Gott auch von den Inkas, ne? Der Sonnengott wird ja auch oft so als Sonnenscheibe dargestellt und es geht jetzt hier um diese Lichtzeit, also alle Schatten hier auch zu erlösen, ne? Und deine Weisheit, alle Antworten jetzt zu bekommen, die du benötigst, wirklich dich mit deiner Seelenenergie, mit deiner Weisheit, mit deinem Wissen zu verbinden. Und es kommt ganz tief aus dir selbst, aus deinem Seelenkern, aus deinem Ursprung, aus deiner Ursprungsenergie heraus, ja. Und das ist auch eine ganz, ganz, ganz starke Energie und wo dich auffordert jetzt,
noch klarer zu sein, noch mutig voranzugehen, dir zu vertrauen. Auf Veränderungen läutet es ein. Also es hat ganz viel auch hiermit jetzt noch mehr in deine wahre Gestalt, in deine wahre diese Erkenntniskraft, in deine Ermächtigung. Ja, die Sonnenkinder sind ja die, wo auch das Wissen von Atlantis tragen. Diese ja, Sonnenfrequenzen jetzt hier mit verankern für den Aufstiegsprozess. Und das darf sich jetzt hier wirklich entfalten. Da ist für dich jetzt auch ganz stark dieser Monat Juni. Und andere damit auch natürlich zu führen, zu leiten, ja, es ist dein Prozess jetzt, das zu entfachen, dich zu nähren. Also diese Sonnenenergie und diese Sonnenseite in dir mehr und mehr Raum zu geben und entfalten zu lassen mit dieser unglaublichen Magie und Leuchtkraft und Transformationsenergie. Ja, die Sonnen Seelen haben ja auch dieses eben Feuerenergie, Sonnenenergie zu wandeln, das Licht scheinen zu lassen und damit alles Dunkle, Negative zu erlösen. Das tust du oft schon durch ein Gespräch vielleicht oder einfach indem du deine Energie fließen lässt. Ja? Initiierst du das. Also auch für dich der Juni. Unglaublich, was hier geschehen darf. Neues jetzt kommen darf. Erfolg, Erweiterung, Wachstum, volle Sonnenpowerkraft. Schauen wir rein. Passend dazu kommt für dich hier noch die Reinigung. Also es bedarf natürlich auch der Reinigung. Klar, wer solche Kräfte in sich trägt, muss ja auch erstmal seine eigenen Ängste und Schatten bereinigen, ja, und es braucht es auch immer wieder. Wir brauchen nach der Sonne, nach Sonnentagen auch immer wieder mal den Regen, der uns klärt, der uns läutert, der das Alte wegwäscht, ja, bereinigt, damit wir immer wieder neu hier auferstehen können, immer wieder neu das Licht entzünden können. Und das ist auch ganz wichtig bei diesen Kräften, die du trägst und diese Erneuerung und hier Initiationen, die jetzt stattfinden. Also auch für dich wäre hier natürlich super gut in diesem Monat alles, was dir deiner Erweiterung, Entfaltung auf deinem Weg, ob das spirituell ist oder beruflich, welche Ebene auch immer, ist der Juni super gut, aber nimm diese Kraft auch an, ja, diese Schöpferkraft, die du in dir trägst. Aber dazu, das sind gewaltige Energiekräfte und deswegen brauchst du auch immer wieder die Reinigung, ja, also auch immer wieder diese Befreiung, Klärung deines Energiefeldes, damit sich das Alte oder Blockierende oder Ängste vor allem, ne, Menschen, die diese Kraft in sich tragen, haben ja ironischerweise meistens die größten Ängste und fühlen sich gar nicht so, ja, oder wissen oft nicht, ja, wie erwecke ich das? Ja, das kommt, je mehr wir uns anvertrauen, je mehr wir unseren Weg gehen, authentisch sind, unserer Wahrheit, unserer inneren Stimme folgen, deinen Wahrheiten und Weisheiten, die du in dir trägst. Und dann merkst du, spürst du immer mehr, wie großartig und kraftvoll du bist. Du hast auch die Gabe der Manifestation, also dass ich ganz schnell, dass du dir selber deine Energie, dein Feld erschaffen kannst. Ja, das sind die Sonnenkinder, diese Sonnenenergie. Wow, wunderschön. Dann schauen wir noch in die letzte Botschaft hinein, wenn du den dunkelblauen Andara gewählt hast hier, den Erzengel Michael. Auch die Magie ist hier ganz stark, so die Mystik. Ja, auch Merlin, irgendwie ist es so, diese Grün und Blau ist für mich so beides, ne? Wobei hier mir mehr auch Erzengel Michael und Ausdruck, Klarheit, Stärke, Kraft, Mut,
verbunden ist. Und hier ist mir ja auch die Herzebene und Heilung, Manifestation, Wachstum mit dem Grün. Schauen wir rein. Oh, wow. Esthanatalehi. Esthanatalehi. Ich glaube, es wird aber auch anders ausgesprochen. Esthanatelu oder Lehiu. Spricht man das irgendwie aus? Also, ja, das ist die Vogelschwingenfrau. Und das ist auch eine ganz, the Turkey's Changing Woman. Die türkisene Veränderungsfrau, ja, mit ihren Federschwingen, die sie hier trägt. Und hier auch der Falke ist es, glaube ich, auch nochmal symbolisch. Und wir haben hier auch die Sonnenscheibe im Hintergrund. Also hier geht es auch ganz klar um eine Veränderung, eine Neuausrichtung für dich, ja. Also hier, wenn diese Gottheit erscheint, diese Göttin hier, dann geht es wirklich um Veränderung. Neue Wege, Umbruch, ja, das kann sein, du bist aufgerufen, hier wirklich mehr jetzt deiner inneren Stimme, diesem Ruf zu folgen. Also du wirst hier wie diesen Weg gewiesen werden, mit dem Falken als Botschafter. Das heißt also, der Wechsel, die Wandlung deiner Situation ist gewiss, ja, also doppelt Transformation und du selber hast die Veränderung. Das heißt, also das kann jetzt Umzüge sein, Wechsel im Berufsleben, dass du Dinge nicht mehr so weiter tust oder tun kannst, wie du es bisher getan hast, ja, in deiner Arbeit, in deinem Privatleben. Ganz, ganz klar, aber es ist auch schon, du hast auch schon diesen Ruf, ja, also es kann auch schon sein, dass du jetzt schon seit längerem so das spürst, ja, dass so Veränderungen anstehen, Entscheidungen auch. Da geht es auch ganz, ist eine sehr straighte Gottheit hier, ne? Und Esthan Atluhe spricht man es aus, genau, hier steht's. Und von den Navajo ist sie die Mondgöttin. Und das heißt jetzt, wie gesagt, für dein weiteres Wachstum ist es jetzt wichtig, dass du diese Veränderungen annimmst. Also sie führt dich. Also, und dann passend mit dem Schwert Excalibur hier, ganz klar, dich auch von allem Unwahren jetzt zu trennen, abzugrenzen, ja, zu lösen, alte Muster, Bänder, Verstrickungen. Alte Wege gehen jetzt hier zu Ende. Also wenn ihr Ruf kommt, dann ja, öffne dich. Es ist göttlich geführt. Du wirst auch eine bestimmte, wie so ein, ja, du, deine Sinne, dein Gespür wird dich leiten. Du wirst Impulse bekommen. Sie wird dir Impulse senden, dass du das in deinem Herzen oder eben deinen Instinkten, deiner Intuition spürst, dass du dann wie geleitet, wie geführt bist. Aber du merkst schon, das ist eine starke Kraft. Das ist so, passt wirklich perfekt hier wie in den Phönix-Energie. Das ist hier auch eine starke Kraft, aber anders. Hier ist mehr diese Herzenergie, dieses, da bist du jetzt hier aufgerufen, das umzuprogrammieren und bekommst auch diese Geschenke. Und hier auch, das ist so diese Sonnenkraft, dieses Erwachen jetzt in deiner Göttlichkeit, in deiner Entfaltung. Aber hier ist ganz klar der Ruf, so, komm, jetzt wirst du mal wieder mehr ausgerichtet, deine Wege zu gehen oder ganz neue Wege, also ja, Veränderungen in allen Bereichen ist angesagt, definitiv. In deinem Denken, deinem Fühlen, deinem Handeln, deinem Umfeld, ne? Also wie gesagt, vielleicht spürst du das schon länger, dass was ansteht, dass du im Job dich nicht mehr wohlfühlst oder in deinem Umfeld, dass du merkst, irgendwie, das funktioniert alles nicht mehr so, das ist alles so, ja, fühlt sich alles so tröge an oder es erfüllt mich nicht mehr. Ja, das ist der Ruf hier von Esthan Atluhe. Und dann öffne dich auch, denn es kommt hier was zum Ende und der Neubeginn steht an und es wird dir ganz viel Fülle und Freude bringen. Ja? Lass dein Licht und deine Weisheit hier auch scheinen. Übrigens gilt sie auch als die Göttin, die so diese negativen Energien fernhält, gerade in so Zeiten des Wandels, der Umbrüche, der Veränderungen, ja.
Oder wenn man sich angegriffen fühlt, wenn man sehr das Gefühl hat, man ist so unter Beschuss, ja, von anderen Menschen oder ja, Situationen, dann hilft sie einem auch, so einen schützenden Kreis um sich zu bilden, einen Schutzwall, ja, um eben bei sich selber zu sein und dass du weiter deinen Weg gehen kannst, ne? In das Vertrauen auch, Vertrauen. Was da jetzt von dir auch gefordert wird in diese Veränderung, ne? Schauen wir noch, was dich dazu noch begleitet. Und die Crystals, guck mal, die Kristalle. Die Kristalle begleiten dich hier und guck mal, ist das auch von den Farben wunderschön. Dieses Violett und bläulich ist ja hier auch mit Grün, ist ja auch ganz stark bei ihr mit drin und dann sowieso hier in dem Andara. Also die Kristalle sind ganz wichtig jetzt für dich hier. Halte auch deinen Fokus, denn du weißt ja, in Kristallen, auch ganz viel Lichtwesen, ist ganz viel, es ist wie so eine Amethysthöhle hier. In den Kristallen ist ganz viel gespeichert an Informationen, auch natürlich von vergangenen Epochen und Zeiten. Und hier heißt es auch, halte den Fokus. Ne? Genau, guck mal, wie sie hier so schaut. Ne? So in die Ferne zu gucken, ich halte den Fokus, auch so die Verbindung zum dritten Auge und deinen physischen Augen, also präsent zu sein. Diese Karte zeigt mir unglaublich viel präsent. Präsent sein, ja, im Hier und Jetzt, im Körper, klar sein, wo geht's hin, was will ich jetzt, was spüre ich für einen Ruf? Und das sagen wir hier, die Kristalle, verbinde dich mit der Energie der Kristalle deiner Wahl, sie werden dir helfen, deinen Fokus zu halten, auch dich zu klären, dich zu unterstützen für diese Veränderung, ja. Und dir dabei eben auch zu helfen. Und dann ist es ja auch so, gehen wir immer mehr in dieses kristalline, ja, in diese neuen kristallinen Felder, sagen wir es mal so. Ne? Auch unser Körper gestaltet sich nach und nach um, also immer mehr diese Speicher werden frei. Blockierende kristalline Muster, die wir uns irgendwann eingebettet haben, dürfen sich lösen. Ja, also wo wir dann mehr in das Erwachen kommen und in die Verbindung. Andersrum natürlich programmieren wir uns immer mehr um wieder in das kristalline Bewusstsein, ne? Also in dieses, in diese Lichtkörperentfaltung und diese Vernetzung, in dieses Wissen. Also ganz, ganz spannend. Das ist eine sehr, sehr kraftvolle Energie hier für dich. Nutze das für den Juni. Und ja, ich finde es wieder ganz wundervolle, kraftvolle Botschaften. Also sag ja, da kommt was wirklich, was Großes auf uns zu. Und natürlich liegt es im eigenen Entscheidung und im Ermessen und im Fokus, ob du das für dich möchtest oder nicht. Das ist ganz klar. Wobei wir alle jetzt von den Veränderungen betroffen sind. Aber je bewusster wir es werden, uns annehmen und angehen, gestalten wir es. Ansonsten, ja, werden wir eben wieder so hin und her geworfen in den Energien. Und so werde dein eigener Schöpfer. Ja, ich denke, wir werden durch den Juni, im Juli nicht mehr die sein, die wir jetzt sind, mit diesen ganzen Verwandlungs- und Transformationsenergien. In diesem Sinne danke ich für dein Dabeisein und freue mich wieder, ja, auf eure Kommentare und auch natürlich auf die Begleitung, die ich sehr gerne geben darf. Und wünsche euch einen wundervollen, kraftvollen Juni. Und sage Tschüss und bis bald.